damit hallo meine lieben Ultras und VBC-Enthusiasten. Heute zum letzten Spieltag, das IR21 gegen das zweite PER. Kommentiert von mir, Iggy, und vom lieben Uro. Hallo. Hallo, ich bin mega erschrocken, weil du nur eine Minute ruhig gewesen bist und dann auf einmal wusste ich nicht, was losgeht. Ja. Ja, es ist passiert. Sonntagabend, Alter. auf den Schock erstmal. Ja, auf den Schock erstmal in die Statistiken. Gehen wir mal kurz rein, wie es die derzeitige Tabelle aussieht. Ja, ich glaube, wir haben hier schon mal zwei sichere Plätze oben. Das ist mit Weipenabstand, das altpreußische Infanterieregiment 011 mit insgesamt... Ja, sie haben wieder gewonnen, ne? Also ja, es zieht sich durch. Auch alle wieder. Fünf Spieler diesmal. Na, haben sie ja letztes Mal nicht geschafft, aber... Ja, es wird Zeit, dass das 13. Wieder zurückfindet oder wir den VBC auch nochmal mit anderen Regimentern auffüllen können. Dass die Altpreußen mal ein bisschen noch Konkurrenz kriegen. Das kann ja nicht sein, dass hier das immer so ausgeht. Ja. Ich würde aber mal behaupten, dass es langweilig ist. Nein. Ich meine, das VBC-Match, ich glaube 21. gegen 11. war halt schon sehr spannend zwischendurch. Auch mit dem einen krassen Sololauf von Hipper dann. Legendäre Szenen. Aber ich glaube, in diesem VBC ist wirklich das Mittelfeld, also 4. QR und 2. PR, die wirklich einen Kampf haben. Also ja, auf jeden Fall. Es ist halt auch das QR gegen die Altpreußen war spannender. Alles gedacht, ja, auf jeden Fall. Weil die ja im Endeffekt den gleichen Punktestand, wie es IR21 gegen die Altpreußen rausgeholt haben. Ja. Und die haben sich auch gut gegen uns geschlagen, also gegen das 21. haben sie ja auch nochmal gut Punkte geholt. Haben das 4. gut unter Druck gesetzt. Genau auch das eingetreten, was wir so gesagt haben. Ne? Also die ersten zwei VBC-Matches des QRs waren nicht wirklich... also da sind sie halt wirklich ins Match reingekommen. Naja. Und die sind halt wirklich zum Ende jetzt wieder deutlich stärker geworden. Ja. Das, was wir alle predicted haben, ist halt passiert. Aber gut, es ist auch schon Season 4, ne? Also, das stimmt. Es zeichnen sich auch Muster ab. Das stimmt. Auch wenn neue Regimenter dazukommen. Ich meine, beim QRR haben wir, glaube ich, auch alle gedacht, die hätten auch schon mit einem kompletten Storm reinstarten können und hätten einfach komplett alle wegholen können. Wären sie so reingestartet, wie sie jetzt spielen, ich glaube, es wäre sogar noch eng für uns geworden. Weil die ersten beiden Spiele haben sie ja dann doch schon viele Punkte dann teilweise verschenkt. Die haben teilweise nicht mal im Offizier gespielt, sie irgendwie nur einen Unteroffizier Sergeanten führen lassen. Ja. Also, es war wild. So, ich glaube aber jetzt haben sie, bis zum Ende haben sie es dann geschafft, das alles zu adaptieren. Ja. Und sollten sie in Season 5, sollte es eine geben, dabei sein, wird das vermutlich ein Regiment, was von Anfang an ein bisschen stärker ist. Ich vermute auch. Also das könnte in den nächsten VBC-Seasons, falls sie halt noch kommen, sehr interessant werden. Ich würde allerdings mal behaupten, wir können mal auf die Kicktipp-Tabelle schauen und damit auch zum heutigen Match nochmal kommen. Wir sehen hier in der ganz rechten Spalte, also da wo die Schätzungen stehen, dass auf jeden Fall die Mehrheit, die große Mehrheit, für das 21. tippt. Nur einige vom 2. PR sagen, sie können heute mit einem Unentschieden nach Hause gehen. Aber ich würde mal sagen, der Großteil ist recht von den Regimentern, die halt jetzt nicht unbedingt gerade spielen, sagen halt ein 8-2. Und ich glaube, das ist auch so mit das Realistischste. Ja, auf jeden Fall. Ich sehe gerade noch, da ist noch das KBIP-Spiel noch gar nicht eingetragen. Ja, stimmt. Ich weiß gar nicht, ob das, wenn das jetzt einfach, es wurde ja dem 4. mehr oder weniger dann die 10 Punkte geschenkt, weil da keine Einigung gefunden wurde, weiß ich gar nicht, ob das jetzt für die, ob das für Kicktipp dann überhaupt zählt. Ja, ich habe es gerade eingetragen, das heißt, es müssten ab jetzt dann auch alle sehen, dass sie da sozusagen ihre 10 Punkte sich eingesammelt haben. Das ist sehr traurig fürs KBEB. Ich sehe auch gerade du nicht.
Nein, das ja, ich habe es nicht getippt, weil ich halt nach wie vor echt gehofft habe, dass die noch eine Runde holen können. Finde es dadurch super traurig, dass sie halt jetzt nicht nochmal das letzte Spiel gespielt haben. Ja, ist wirklich schön. Weil das Vierte hat manchmal ein sehr gutes Momentum, manchmal aber auch nicht. Und da wäre vielleicht halt auch mal eine Runde drin gewesen. Trotzdem, KBB, gute Leistung. Sind dabei geblieben. Ne? Also das finde ich so. Wir hatten auch das Regiment, da dann noch im laufenden Season ausgestiegen sind, weil sie halt einfach zu schlecht waren. Ja. Wo man dann irgendwelche Lösungen finden musste, die einfach nie geil sind. Und so war das jetzt halt, also solide Leistung, dass sie bis zum Ende geblieben sind, was ich einfach am meisten appreciate. Und muss man halt auch erstmal machen, mit der, also da die ganze Zeit dabei zu bleiben. Ich denke mal, ich hoffe, wir sehen sie im nächsten VBC wieder. Es ist immer schön, mehr Regimenter mit drin zu haben. Und vielleicht ist es ja dann auch irgendwo der Ansporn, nochmal ein bisschen mehr reinzuhasseln und vielleicht dann auch mal bisschen besser abzuschneiden. Aber ja, zum heutigen Spiel. Ich meine, du hast für das 21. 9:1 getippt. Also, ich habe die ganzen Tipps schon von mehreren Wochen eingetragen, weil es war ja nie klar, wann das Spiel stattfindet. Ja. Dadurch, dass es ja jetzt hier auch irgendwelche Verzögerungen gab mit, es müssen Leute Prime League spielen. Also, mein League of Legends Spiel habe ich bis heute nicht verstanden. Ja, okay, true. Aber, gibt's ja es sei den Leuten gegönnt, dass es das jetzt noch eine extra Woche gibt, VBC. Ja, ist halt so. Genau. Und ich würde behaupten, auch wenn mein Tipp jetzt halt da so steht, wie er steht, es könnte sehr, sehr passiv werden heute. Ja, das glaube ich auch. Weil die PR ist einfach bekannt dafür, dass es eher passiv bleiben wird und das 21. adaptiert halt, wie sie können auch, wie die Altpreußen gegen Square auch einfach drauf pushen as fuck und da halt alles versuchen, das Match kurz wie möglich halten. Wäre ich ganz dafür, also weil das längste Spiel hat er auch das I21 gehabt. Das muss ja nicht sein. Gegen das Square, ja. Also da hoffe ich auch heute vielleicht mal nicht so dieses Adaptive zu sehen. Ich meine, das kann das 21 so sehr gut, ne? Ich meine, Leumann und auch die anderen Führungen, Personen dort können sich gut an den Gegner anpassen. Und ich glaube, das wird halt auch heute passieren. Es will halt nichts angebrannt werden. Also, man will das heute, glaube ich, nochmal sicher runterspielen. Hoffentlich wird trotzdem die erste oder zweite Runde mal ein bisschen mehr probiert, um sich mal ein bisschen auszutesten. Ja, lasst auf jeden Fall mal, schreibt mal in den Chat, ob ihr eher glaubt, dass das ein passives Match wird oder ein aktives Match. Ja. Dann würde mich mal interessieren, wie da die 14 Zuschauer, die wir zurzeit haben, drauf sind. Teilt auch gerne noch den anderen Regimentern mit, dass wir, oder anderen Mitgliedern von euch, dass wir hier gerade live sind und das Spiel haben. Ja. Damit wir hier noch ein paar Leute zum Zugucken animieren. Natürlich kommt auch alles wieder auf YouTube, das heißt, ihr könnt die Matches auch nochmal nachgucken. Das heißt, es werden dann alle Matches vorhanden sein, außer das, was halt ausgefallen ist. Ja. Dann klappen wir hier auch die Season dann heute vielleicht schon zu. Schauen wir mal. Und hoffen wir mal. Geht ja jetzt schon lang genug. Ich würde nochmal ganz kurz auf die Grafiken schauen wollen, die wir so von den einzelnen Regimentern haben. Wir sehen hier, das 21. hatte einmal den 4., einmal den 2. und 3. Platz belegt. Diese Season wieder den 2. Platz. Würdest du auch sagen, eine allgemeine Leistungssteigerung zu erst recht der letzten Season? Nein, würde ich nicht sagen. Weil wenn du mal auf die Statistik gehst, wo man sieht, wie die Regimenter sich overall verhalten haben. Ja, warte kurz. Mal da drauf. Genau, sieht man im Endeffekt, dass IR21 hat so einen... genau, das ist ja noch das, wo noch nicht die mit Prozent waren. Das ist nicht schlimm. Im Endeffekt bleiben die Graphen halt ähnlich. Ne? Also von den Ups und Downs. Die 21 ist im Endeffekt jetzt aber wieder auf dem gleichen Wert wie in Season 2. Ja. Das heißt, da ist nichts verbessert oder verschlechtert worden. Die sind immer noch halt auf dem gleichen Niveau. Die Altpreußen sind auf einem Season 2 Niveau wieder. Das heißt, die sind auch wieder ein bisschen stärker geworden. Ja. Und dadurch, dass das ganze Mittelfeld halt viel stärker ist, hat es die 21 halt auch nicht krasser abgeschnitten. Deshalb, ich finde nicht, dass die... Also die Leistung ist allgemein beim vorletzten bis zum zweiten so hoch,
dass man jetzt nicht sagen kann, dass das E21 hier deutlich an Qualität zugewonnen hat. Die sind einfach im oberen Mittelfeld, wo sie jetzt ja gerade stehen. Und deshalb finde ich nicht, dass man krass sagen kann, ey, die sind viel besser als andere, weil das sind nur die Altpreußen und das 21. kommt da nicht ran. Das stimmt. Das haben wir ja auch erst recht jetzt in den letzten paar Matches auch gesehen. Das 21. hat immer mal so seine Tage, wo es auf jeden Fall sehr, sehr gut abschneidet. Ist allerdings leider nicht immer so. Ist manchmal ein bisschen inkonstant und tagesformabhängig. Aber ja, ist schön Wetterregiment. Ja, ja, so ungefähr. Wirklich so. Wir befinden jetzt auch uns schon gerade der Map. Ich glaube, es 10 startet's, ne? Ja. Normalerweise. Gut, dann lassen wir uns mal von der ersten Runde überraschen. Ich denke mal, das wird... Ach, live um... Okay, gut. Gut, um 9.30 Uhr, oder haben wir aber jetzt noch bis 9.03 Uhr, haben wir noch ein bisschen Zeit. Boah. Wir noch dreieinhalb Stunden reden. Das erinnert mich ja fast an die eine Pause beim vierten. Ja, hast du irgendwelche YouTube-Videos abspielen lassen? Ja, naja, das war aber, weil wir noch eine halbe Stunde Pause hatten bis zum nächsten Spiel. Da war ich alleine, ich musste auch mal aufs Klo, das war Pipi-Pause. Außerdem, jetzt, live. So, schauen wir es uns mal an, bevor ich mich hier im Kopf und Kragen rechtfertige. Auf jeden Fall, interessante Map, wie ich finde. Match? Map? Was? Map, Map. Map, ja, also, ich... Kurz davor, die Sonnenbrille rauszuholen. Ja, ja, ich erinnere mich auch, dass mal eine Forderung von einem Regiment war, bitte die Map auf Nacht umzustellen. Ich weiß aber gerade nicht mehr, welches Regiment es war. Weil sie sonst wohl zu sehr blendet. Ich meine, wir sehen den Chat gerade gar nicht. Also und den Ingame-Chat, weil es so. Aber bei dir ist der auch unten rechts irgendwie. Also ja, bei mir ist der oben links. Das kann man, glaube ich, jetzt individuell einstellen. Oh, jetzt hier aber das 21. Sehen sie die? Ne, das zweite sehen sie wahrscheinlich nicht mehr. Also das zweite haben sie gesehen, aber waren die schon zurückgezogen. Ja. Sie stehen halt jetzt oben auf dem Berg. Jetzt ist das PER oben und jetzt gibt es halt mal schöne Distanzschüsse auf so 120, 130 Meter, würde ich behaupten. Auf ist ja nicht ganz Seite. So groß. Auf keiner Seite gab es irgendwie Treffer. Er steht noch vorne. 21 hat sich jetzt aber komplett zurückgezogen. Und da pusht es, also rückt, sag ich mal, eher das zweite ein bisschen vor. 21 stellt sich gleich wieder auf. Wahrscheinlich, nachdem sie es gleich nachgeladen haben. Ja, wir stehen jetzt wieder bereit. Ja. Zweite bleibt jetzt aber hinterm Berg. Läuft jetzt durchs Tal. Jetzt kann man sie auch gut treffen. Aber ja, keine Hits. Zweite rückt immer weiter vor. Probieren, auf die näheren Distanzen zu kommen, um vielleicht auch mit ein bisschen weniger Glück zu treffen. Also, wo man weniger Glück braucht. Aber weil auf die Entfernung halt ist es halt wirklich RNG. Spannend ist, also das zweite PR hat ja auch schon eine größere Mannzahl, die sie stellen können, aber man spielt halt jetzt trotzdem nur mit 7 Mann. Ja, stimmt. Was die geringste Anzahl ist von denen, die teilnehmen. Das, also es ist taktisch halt einfach so, dass du dann nur deine besten Leute mitnimmst. Wenn du halt eine größere Mannzahl mitnimmst oder sogar zwei Linien spielst, was wir auch ab und zu gesehen haben, hast du halt eine andere Dynamik, aber halt nur deine besten mit und hast halt nicht, dass deine ganze Mannschaft gut sein muss, sondern halt einfach nur die Top 7 Leute. Ist halt, kann gut sein, kann aber auch dadurch langweilig werden. Ja, ja. Ist halt taktisch gesehen schlau, erst recht gegen ein Regiment wie das 21., die halt sehr viele Spieler haben, die aneinander sich reihen von der Leistung her. Die glaube einfach mit einer höheren Mannzahl da ein bisschen mehr Vorteil haben. Erst recht, wenn das zweite jetzt vielleicht nicht so viele starke Spieler hat, sondern eher ein paar Einzelkämpfer. Aber wir sehen hier auch gerade den ersten Hit von Brax, den er gemacht hat. Ja, leider kein Kill. Ja, und wie wir es gesagt haben, ne? Also das ist passiv und man schießt auf Tanz. Ja. Ich meine, wenigstens schießen sie. Es gibt auch Matches, wo sie halt sich nur angeschaut haben
und sobald der Gegner hochkam, weggelaufen sind. Jetzt hier auch Offi getroffen, aber ich glaube, das zählt dann als Offi-Aim. Der wird wahrscheinlich wieder geheilt. Ja, Brax hat wieder einen Hit gelandet. Ja. Er zielt auf jeden Fall nicht schlecht. Er ist ja auch bei den Jägern, ne? Also ja, irgendwas muss er ja können. Ja, ja. So, jetzt genau. Mathieu wurde geheilt. Ja. Verdienterweise. Beide Regimenter hier auch bemüht, keine Passivverwarnung zu bekommen. Also sie bewegen sich schon, aber bleiben halt auf Abstand. Ja, wir können hier mal ganz kurz ein bisschen auf die andere Seite schwenken. Was ich spannend finde, ist, unten beim PR ist ja gerade so ein schöner lilaner Busch. Ja. Frag mich, wie der in der Wüste überleben kann. Bestimmt sind da ganz viele Bienen, die ihm bestäuben. Weil ja Bienen auch Wasser immer mitbringen, meinst du? Naja, Wasser ist hier ja. 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 Die Wurzeln müssen nicht tief genug sein. Jetzt das zweite hinter dem Stein. Das 21. wartet. Und? Guter Schuss. Mit dem Linienfeuer. Lanos ja. Rausgeholt. Das ist ja. Ärgerlich für einen Nahkampf. Auf jeden Fall. Lanos mit einer der stärksten. Und. Naja, aber auch so wetterabhängig, ne? Ja, aber ist vielleicht auch ein bisschen gefährlich, ihn halt rauszuschießen, weil soweit wir wissen, desto wütender er ist, desto mehr reißt er. Also dementsprechend könnte das auch ein Nachteil sein. Muss immer den Hulk ein bisschen aus ihm rausholen, damit er was passiert. Naja, so ungefähr. Aber ist okay, hoffentlich hört er den Stream, dann hört er, wie wir uns über ihn lustig machen, dann quittet er ein bisschen... Angepiekst. Eigentlich müssten wir ihn immer so kurz im Channel runtergehen und ihn Stellungnahme bitten. Oder ihn hochmoven, wenn er tot ist. Man muss anders einfach ein bisschen ärgern und dann geht das. Ja, ja. So, jetzt hier und, auch nochmal. Beruflich plant er ja Sprinkleranlagen, deshalb mit Abkühlung kennt er sich danach aus. Ich glaube, die Abkühlung ist dann für ihn meistens in Holdfast zumindest, die Gegner fertig machen. Hier wird auch gerade anscheinend nochmal die Linie von Mathieu gerichtet, wie sie sich zu stellen haben. Ja, das 21. pendelt da irgendwie so ein bisschen hin und her hinter dem Hügel, hinter dem Großen. Ich glaube, das nächste, was sie ans PR rangekommen sind, war dort fast an die Brücke. Aber ansonsten hier wirklich ein sehr, sehr passives Match. Genau wie wir es halt predicted haben. Ja, es sind jetzt auch schon wieder. All Charge, ja. Und ein Mann Überzahl fürs PER. PER steht jetzt auch gerade besser. Das 21. sind irgendwie zwei Dreiergrüppchen aufgeteilt. Lollmann ganz weit vorne. Ja. Gruppieren sich jetzt erst so richtig. Dann gehen wir mal rein, ne? In den spannendsten Teil. Da wird Mathieu und. Oh, Leumann hat schon mal den ersten gekillt. Boah, das sieht aber gut aus fürs I21. Ja, sehr gut sogar. Jetzt Leumann rausgenommen. 3-1. Und sehr schöne Runde gespielt. Woody hat jetzt hier auch, glaube ich, nochmal gut Kills gemacht, aber wir können es uns gerade nicht anschauen. Wir können ja mal ganz kurz hier. Ja, bleiben. Woody hat 3, Leumann hat 3. Und beim zweiten PR nur mit einem Kill. Vielleicht taucht der Woody jetzt dann auch noch. Vielleicht kann er ja Akyla noch aus der Tabelle rausstoßen. Ja. Muss nur 10 Kills holen. Wäre auf jeden Fall machbar, wenn das so weitergeht. Ich meine, jetzt hier 3 Kills erstmal, auch in der ersten Runde von 2 vom 21. ist nicht schlecht. Ja, trotz Überzahl, das PER wurde gerade echt dominiert. Auch wenn es nur von 3 Spielern war, muss man dazu sagen. Aber trotzdem. Anscheinend braucht man doch nicht Lanos. Anscheinend brauchen wir ihn ja doch nicht. Und ich sehe auch gerade, falls ihr euch. Willst du ihn weiter triggern oder wie? Nein, Nein, Lanos brauchen wir wirklich nicht, weil. Nee. Warum? Ich meine, wir haben Woody. Woody ist ja eh 10-mal besser als Lanos. Haben wir ja jetzt allein gesehen, 3 Kills und Lanos ist gestorben. Also. Ja.
Was ich geil finde, ist, dass man mit der freischwimmenden Kamera einmal quer über die Map noch fliegen muss, um hinzukommen. Ja, ich sag mir auch schon so, Alter, ich sehe es schon kommen. Ich bin noch da hinten, wenn das Match losgeht. Ja. Aber ich meine, wir halten ja eh immer, wir warten ja jetzt anscheinend eh immer bis 39. Ich glaube, das wurde jetzt einfach präventiv eingeführt, falls Spieler nicht connecten. Das hatten wir beim KBW zumindest oft. Und ich glaube, deswegen wurde das jetzt einfach allgemein so eingeführt. Ja, ich Ja, das würde. Internet und auch so gute PCs sind für uns alle halt Neuland. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, wir sind hier Holdfast-Spieler. Sowas wie hochauflösende Grafik kennen wir ja eh nicht. Aber so allgemein, was hältst du von der bisherigen Season? Mal so ein kleines Also Fazit. die Season an sich, die war schon mit einer der deutlich stärkeren Seasons, also mit Zuschauerbindung über Twitch und wie die Leute interagiert haben, war es die stärkste Season von allen. Wird auch, nachdem alle Matches durch sind, werde ich nochmal Statistiken raushauen, damit sich das alle angucken können. Von den Spielen her muss ich ganz ehrlich sagen, gab es sehr gute Spiele. Das Das stimmt. waren aber vielleicht 3 bis 4. Die restlichen waren Ja. so Durchschnittsspiele und dann gab es aber auch so Vollkatastrophen, die halt ewig gedauert haben, die super lange langweilig waren zum Ja. Zuschauen. Gab es auch wieder. Also das langweiligste und wirklich unnötigste Spiel war E21 QRR. Das Hat hat auch echt ewig keinen gedauert. Spaß Es gemacht. ewige Probleme, es waren zwei Ja. Spiele an einem Tag, es war irgendwie nicht gut, muss man Nee. ja auch einfach ganz Nee. selbstkritisch zugeben, dass es nicht gut funktioniert hat. Da wir ja aber nach wie vor die Spiele im Vordergrund stehen und nicht halt der Broadcast ist im Endeffekt, das, keine Ahnung, ob das in nächster Season anpassen will. Die Frage ist dann halt auch, wie man es anpasst. Ich meine, man könnte halt sowas wie zwei Spiele an einem Tag vielleicht verbieten, vielleicht auch eine Obergrenze an, ab wann ein Spiel losgehen kann. Und was ja auch schon mal, glaube ich, immer mal eingeworfen wurde, ein bisschen wie es ja auch bei der Line League, glaube ich, ist, so eine verkleinernde Border, dass halt einfach Regimenter im Laufe des Matches mehr oder weniger gezwungen werden, aufeinander zu treffen und nicht wie jetzt beispielsweise in der ersten Runde hier ein All-Charge-Befehl kam und dann die Spieler erstmal über die halbe Map laufen mussten. Du hast halt zwei Möglichkeiten, ne? Entweder du machst halt so einen Battle Royale Modus mit rein, mit Ja. der Zone, oder du reduzierst halt die Zeit. Ich glaube aber, wir haben Also du auch gerade könntest halt schon auch die Zeit Hilfe. auf 6 Minuten runterstellen, wenn es live geht, dann hättest du 3 Minuten Stimmt. Schießen, 3 Minuten Nahkampf. Ja. Wäre Weil auch. im Endeffekt das Rumgeplänkel, was wir jetzt gerade haben, das zieht sich halt. Klar, du holst einzelne Leute dadurch raus, aber es passiert nicht wirklich was Entscheidendes, wenn nicht gut getroffen wird. Ich meine, auf die Entfernung holst du nicht mal einzelne Leute raus. Dass Lanos da vorne umgefallen ist, war auch mehr Glück als Verstand teilweise. Auch dass Brax getroffen hat. Zweimal. Ich meine, wir sind uns, glaube ich, sicher, dass Brax auf die Linie gezielt hat und wir wissen, dass Mathieu weit weg von der Linie stand und wurde trotzdem getroffen. Also der Spray ist halt einfach immens. Ja, alles über 90 Meter ist halt einfach Glück. Ja, basically. Vor allem bei einer 7-Mann-Linie. Ja, die wurde halt nicht mehr irgendwie groß Raum hast zum Treffen, das stimmt. Also ab einer 10-Mann-Linie ab aufwärts hast du halt durch die seitliche Streuung meistens dann doch eher einen Hit dabei. Ja. Weil die Höhen kann man ja doch schon ganz gut einschätzen. Ja, das stimmt. Sieht aber gerade so ein bisschen aus, als wüsste es PR nicht so ganz, wo das E21 steht, weil die zielen immer noch mehr Richtung Südost als Richtung Osten. Ja, das Also stimmt, aber einer so zu. ein paar. Also es sieht eher so aus, als würden die alle ein bisschen woanders hinziehen, wenn man sich die Gewehrbindungen anschaut. Das 21. kommt jetzt raus. Ja, und da wird gleich der Sergeant weggeschossen. Weil der stand halt auch einfach nur rum, Ja, ne? Also ja, der ja. hat ja wirklich bis zum Ende da gestanden und Auch ein guter AFK oder Kämpfer. sonst was. Ja. Ja, Dario ist ein guter Nahkämpfer. Also nicht ohne Grund wahrscheinlich auch der Sergeant gewesen. Ja, hat Landers, ich glaube, einfach mal ein bisschen gerecht. Aber wie wir schon gesagt haben, das war wahrscheinlich eh nur Glück.
auf die Entfernung. Ist jetzt aber schon mal eine Unterzahlsituation für das PER, was nicht gut ist, wenn man sich erst recht überlegt, dass sie schon in der letzten Runde mit Überzahl verloren haben. Und wissen anscheinend auch immer noch nicht so ganz, wo das 21. jetzt ist. Können ja mal ganz kurz zu denen fliegen. Und ich glaube, da sehen wir jetzt auch gleich die nächste Salve. Was wurde da gerade gemacht? Bitte? Ach, Slate. Dario wurde jetzt nochmal geslayed. Ich war kurz verwirrt, was da gerade los war. Deswegen habe ich auch kurz in den Himmel geguckt für die Stream-Zuschauer, damit ich den Chat unten lesen kann. Anscheinend konnte er irgendwie nochmal spawnen und wurde jetzt wieder geslayed. Etwas verwirrend, aber... Ja, vielleicht ist er halt nochmal neu reingespawnt, weil er irgendwie einen Disconnect hatte. Er ist ja aber getroffen worden von Lanos. Oh ja. Slay wurde rausgeschaltet. Ja, jetzt erklären Sie mal die Admins. Anscheinend Diskussionsbedarf, um den wir uns nicht scheren müssen. Ich kann gerade nicht den Chat lesen. In-game, was Dario da geschrieben hat. Dass sein Spiel gecrashed ist. Achso. Das, was ich vermutet hatte. Ja. Und er ist nochmal neu reingejoint. Ja, wenn du halt in der Runde rausfliegst durch einen Disconnect, dann bist du halt raus. Ja. So doof das ist. Unlucky. Ja. Alle Leute aus dem Internet daheim rauswerfen, weil VBC geht vor. Ja, das ist mache ich beim Stream nicht anders. Also, LAN-Kabel wurde bei meinen Eltern auch gerade unten gezogen. Kein Internet für euch heute. Ja, naja. Ich habe das bei meinen Mitbewohnern auch versucht durchzuziehen. Glaubst nicht, nach so 2 Stunden ohne Internet, wie die Leute dich angucken. Also Motivation und gute Laune sieht anders aus. Als du letzte Woche den Stream übernehmen musstest? Oder wie? Nee, am Sonntag. Am Sonntag habe ich es mal ohne das gemacht. Ich habe nur irgendwie alle zusätzlichen unnötigen Geräte halt rausgeworfen. Ja, so mache ich es ja auch. Aber die Wochen davor habe ich halt hier wirklich das Internet nur noch auf meinen Rechner freigeschaltet. Ich habe es eine Woche vorher angekündigt. Ja. Ich habe gesagt, ey, ladet euch was runter, könnt ihr schön Film gucken. Ja. Das haben wir auch All-Charge. Können wir ja gleich nochmal drüber reden. So, es gab jetzt auf jeden Fall Diskussionen. Ja. Nicht verwirren lassen durch die Dev-Anzeige. Dario wurde zweimal geslayed und eben einmal ein Admin. Also, Dario wurde einmal geslayed und einmal getötet, deswegen steht da 2. Und wir sehen auch hier die ersten 3 Kills vom IA21. Ein Kill vom PER und ansonsten dominiert 2. Kill vom PER. Ansonsten dominiert das 21. den Nahkampf auf jeden Fall. Gut runtergespielt. Gerade bei der letzte vom zweiten PR gut noch durchgehalten. Oh, mir ist gerade was eingefallen. Ach du Kacke, das habe ich voll vergessen. Entschuldigt, ich glaube, es haben auch vielleicht Leute im Chat geschrieben. Ich habe voll vergessen, jetzt im Ingame die Runden und alles zu aktualisieren. Nee, hat keiner im Chat geschrieben. Aber ich glaube, Okay. Steht jetzt 2-0. Ja, genau, 2-0. Wir befinden uns jetzt gleich in der 3. Runde. Entschuldigt das auf jeden Fall. Das ist mir jetzt erst eingefallen. Ich habe zu lange nicht mehr gestreamt. Second Scream, keiner hat drauf geachtet. Naja, wahrscheinlich. Die da sind, auch nur Bots. Von Leumann bezahlt. Ja. Ja, wie gesagt, Internet, spannendes Thema. Ja, bei mir vor auch. Allem also. Das sind Menschen. Geil, erstmal wieder über die halbe Welt fliegen. Die hören ja den Stream glücklicherweise ähnlich, also kann ich ein bisschen renten. Es sind halt Menschen, die Internet nicht verstehen. Ah, ja. Also meine Mutter, also es ist nicht wie meine Mutter, ne? Also manchmal sind sie wie meine Mutter, aber meine Mama versteht bis heute nicht, was der Unterschied zwischen mobilen Daten und WLAN ist. Okay, das ist strong. Also sie fragt dann halt, aber wenn ich das Haus verlasse, dann habe ich ja auch WLAN. Nee, Mama, du hast dann mobile Daten, aber es ist ja im Endeffekt wie ein ganz großes WLAN, was halt für alle Leute verfügbar ist. Ja, in Deutschland nicht unbedingt, aber ja. Nicht überall, klar, aber es ist ja im Endeffekt mobile Daten, ist das Gleiche, nur dass es halt auf anderen Frequenzen und halt stärker ist. Ja. Und da wir LTE haben und nicht DSL, versucht das jetzt mal meinen Mitbewohnern zu erklären, wie das funktioniert technisch. Und auch so, was der Unterschied zwischen 5 GHz und 2,4 GHz ist und dass ein LAN-Kabel meistens besser ist. Wie? Ja, aber bei meinem MacBook kommt trotzdem nur 5 an. Ja,
ist halt ein MacBook. Und den ordentlichen Rechner. True, true. So, wir beginnen jetzt auch gleich. Die dritte Runde hier ist auch wirklich eingetragen. Es ist schön, wie das mehr wieder so zu so einem Podcast eskaliert, anstatt dass wir zu dem Match irgendwas sagen. Ja, ich glaube, wir können auch einfach dann irgendwann regelmäßig anfangen, Podcasts zu machen. Weil das hören sich die Leute auf jeden Fall an. Ich mein, im Hintergrund läuft einfach nur so irgend so ein Ingame-Scheiß. Subway Surfer. Ja, genau. So Instagram sind, wo dann einfach zu dem Hauptvideo noch so ein anderes Video geschnitten wird, wo dann, keine Ahnung, wo irgendwie so meistens irgendwie so Autoreifen gewechselt werden oder sowas. Seife geschnitten. Dazu, ja, genau, sowas. Irgendwas, was halt irgendwie satisfying ist, aber nicht überhaupt nicht dazu passt. Also keine Ahnung, so ein oben läuft ein VBC-Match und unten hast du so einen kauenden Hasen oder so. Oder immer die Reddit-Beiträge, die vorgelesen werden und erst so ein Minecraft-Jump'n'Run nebenbei gezockt wird. Ja, genau. Auf entspannt. Ja, aber ich meine, wir können ja mal eine Petition einreichen bei Lollmann, dass wir beim nächsten VBC bei solchen Matches, die so langweilig sind, wie dieses beispielsweise, einfach nebenbei Seife einblenden lassen. Oh, guter Schuss. Rax heute mit fantastischer Schussleistung. Ich glaube, Lollmann hat nur Linienbonus bekommen, die 20. Ansonsten hätte er auch nochmal getroffen. Aber 130, der muss Brax ja vorher schon mal getroffen haben. Ich weiß nicht, ich dachte, das war fast die erste Salve, aber wir haben auch gerade über Seife geredet. 130? Ich erinnere mich noch an Season 2. Also nach wie vor, das GJB ist nach wie vor mit am traurigsten, dass die Jungs nicht mehr aktiv sind, weil die waren auch einfach echt gut. Ja. Und die waren auch echt lustig. Also mit Lewinsky habe ich super gerne kommentiert. Und wir haben irgendwann, ich glaube, es gab mal so ein Segment, wo wir 20 Minuten über Modelleisenbahn geredet haben, weil es so langweilig war. Und jetzt gehen wir hier über Seife. Iconic. No joke. Einfach iconic. Aber ja, ich meine, wer schaut sich die Matches auf YouTube an? Das könnt ihr gerne mal, also gucken immer noch 100 Leute. Ja, ich meine, wenn aber jetzt zu diesem Zeitpunkt auf YouTube irgendjemand das noch schaut, in Minute, ja, okay, nee, schneidet es ja nicht. Wir haben vollgescrollt. Euer macht doppelte Geschwindigkeit. Das heißt, wir müssen noch langsamer reden, damit wir wieder normale Geschwindigkeit dann haben. Okay, ja. Nee, lass sie einfach. Ich glaube, mir wurde schon oft genug gesagt, dass ich langsam rede. das stimmt. Mir wurde immer so, wenn ich Audios gemacht habe, oh mein Gott, was eine Salve. Nochmal Brax, nochmal Marv und dann Votlapato, der sich mal wieder einen anderen Namen gegeben hat. Nein, das ist Tati, nicht Votlapato. Nee. So, jetzt hier noch drei Mann vom zweiten. Die pushen aber jetzt ran. Ja. Jetzt wird nochmal der Mörser ausgepackt wahrscheinlich. Damit auch der erste. Oh, da wurde Tati rausgeschossen. Votlapato, hör auf, ihn so zu nennen. Wir dürfen das nicht unterstützen, dass der Junge sich alle 2 Sekunden neue Namen gibt. Ich bin auch dafür, dass wir ihn ganz ursprünglich wieder nennen, als ich den vor keine 8 Jahren kennengelernt habe oder so. Da hieß der LA1. Ich bin dafür, dass wir den ab jetzt nur noch so nennen. Aber dann hebt es sich ja noch weniger von Landers ab. Macht er sowieso nicht. Okay, das stimmt. Oh, was wird jetzt hier probiert? Naja, das muss ein Charge werden, weil so weit auseinandergeteilt, aber... Ja, ich meine, wir haben jetzt mal 2 Fernkampfkills von PR gesehen. Bis jetzt auch neu. Dafür, dass sie ja wirklich mit das... Ach nee, sie haben ja Lanos rausgeschossen, stimmt. Der stand ja wieder Lappen schlecht. Ja, Lappen und Lanos raus, also... Ja. Nee, ich meine auch davor schon. Ich wollte gerade sagen, die haben das erste Mal auf Fernkampf gekillt. Lanos stand ja schon mal schlecht. Also, Schüler hat kurz vorhin geschrieben, Lollmann auf die 1, nee, das geht nicht mehr, weil die Altpreußen sind auf der 1, Schüler. Also wenn, dann kann Lollmann nur auf die 2. Ja, vielleicht hilft Friedrich nochmal ein bisschen nach. Ja. Dann vielleicht. Ja. Also es ist irgendwie bis jetzt, das sind ja das 3 Runden. Es ist eindeutiger als gedacht. Eindeutiger als gedacht. Also ist mein Guess mit dem 9-1
doch nicht weit hergeholt, weil ich hätte gedacht, dass das zweite PER eine andere Taktik fährt. Hm. Aber ja, vielleicht muss Mathieu jetzt mal seine Taktik anpassen. Weil die ganze Zeit nur passiv bleiben. Bleibt man halt auch die ganze Zeit nur passiv. Hm. Und dadurch holt er sich jetzt nicht die Runde. Ich meine, sie haben jetzt, als sie näher dran war, auch endlich mal Kills gemacht. Mehrere auch. Also in, ne, wie gesagt, der eine Fernkampfschuss auf Lanus, das war halt einfach so weit weg, das war Glück. Auch wir hatten auch echt Glück. Ich glaube, wo wir jetzt die drei rausgeschossen haben, da standen wir auch echt mal gut. Da stand das PR einfach nicht so vorteilhaft. Aber ich glaube, Mathieu sollte jetzt vielleicht gemerkt haben, dass ein etwas näherer Kampf vielleicht dann auch mehr entscheidet, wer jetzt besser schießen kann. Und das ist ja eigentlich die Stärke vom zweiten PER. Ja, die sind gute Schützen, ne? Also das müssen die ausspielen. Die Map ist halt leider so aufgebaut, dass wenn die einen nach Westen, die anderen nach Osten gehen, dass du halt dann einfach die zwei Bergketten ausnutzen kannst. Ja. Wir hatten bei den Altpreußen häufiger gesehen, dass die halt auch mal durch die Mitte sind. Ja. Ich meine, hat das Ganze spannender gemacht. Das stimmt. Das Problem ist aber halt jetzt auch, dass wir was wollte ich sagen? Jetzt schon in der vierten Runde sind, genau. Es steht jetzt 3-0 fürs 21. Die Frage ist, wie lange halt noch die Moral oben ist, ne? Das ist halt auch immer ein ganz entscheidender Faktor. Kann halt kippen, aber du hast halt auch das andere Team, was halt vielleicht jetzt irgendwann auf die leichte Schulter nimmt, ne? Also kann halt auch passieren. Und dann hast du auch immer so einen Momentum kippen. Ja. Ich habe gerade nochmal die Tabelle aufgemacht. Also wenn das IR21 heute 10 Punkte noch holt, aber jetzt mal hypothetisch, dann 37 Punkte, dann hätten die mehr Abstand zum Drittplatzierten als zum Erstplatzierten. Also das könnten sich nochmal ein Statement dadurch halt deutlich absetzen, das zweite PER, um nochmal in irgendeine Range zu kommen. Jetzt haben wir hier sehr spannend, beide nur noch 50 Meter, wenn überhaupt, voneinander entfernt. Boah, jetzt rushen sie aber drauf. Okay. Jetzt rushen sie wirklich krass drauf. Das 21. muss jetzt aufgespringt bleiben. Hat Brandt etwa den Stream gehört? Anscheinend schon. Aber guck mal, und sie haben das IR21 jetzt voll unter ihrer Kontrolle. Ne? Ja. Also eigentlich, jetzt haben sie das. Haben sie schießen das, wenn die trotzdem mal. Ich glaube, sie haben aber nicht alle getroffen. Nicht alle. Gut zurückgehalten. Hier allerdings zwei Kills von dem 21. noch. Noch ein dritter Kill. Brax heute wirklich einfach on fire. Muss also, no joke, bis jetzt, glaube ich, der beste Spieler im Match. Ja, jetzt müsste das PR nachgeladen haben und gegenfeuern können, damit sie was holen können. Aber sie sind zu langsam. Aber sie haben auch Brand verloren, ne? Also dadurch ist halt jetzt unstrukturiert halt und jetzt ziehen sie sich halt erstmal wieder zurück. Aber man hat gesehen, dass das IR21 erstmal nicht wusste, was sie tun sollen, weil das zweite PR halt deutlich schneller. Die waren jetzt auch, glaube ich, sehr, sehr überrascht. Ja, auf jeden Fall. Also das PR müsste 6 Punkte heute holen, damit sie nochmal nicht Vorletzter sind. Aber das PR ist bis jetzt immer Vorletzter gewesen. Also sie halten ihren Trend einfach, auch wenn sie sich halt verbessern. Ja, das stimmt. Jetzt ziehen sie sich auch ein bisschen zurück. Auf jeden Fall jetzt sehr überraschend. Ich glaube, das war für uns alle gerade etwas. Ich meine, ich war selber gerade eher auf der 21. Seite unterwegs. Bin wieder ein bisschen auf weiter. Einmal sind sie aufgetaucht. Ja, ich auch. Ich habe auch das Gefühl, wir müssen gleich nicht mehr über Seife reden. Nochmal zwei sehr schöne Kills von Teddy und von Woody. Woody auch so. Wenn sie das jetzt ein bisschen besser runtergespielt haben, sorry, dass ich unterbreche, aber wenn sie das jetzt noch ein bisschen besser runtergespielt hätten, indem sie das noch weiter ausgenutzt haben, dass das IR21 so überrascht gewesen ist, dann hätten die auf jeden Fall noch mehr Kills rausholen können. Ja. Jetzt und wenn sie Mathieu nicht verloren hätten, dann wäre das vermutlich jetzt auch noch ein bisschen länger gegangen. Wahrscheinlich, ja. Aber Mathieu stand halt bei seiner Linie, wollte mitschießen. Sehr schön, jetzt hier auch von Leumann noch Dario geholt. Was verständlich ist, ne, ich meine, wenn man schon vorpusht, da wollte man jetzt wahrscheinlich so viel rausholen wie möglich. Aber dann ging einfach zu viel daneben, als das 21. aufgesprengt war. Und die konnten gut nachlegen. Ich glaube, ist dein Lüfter jetzt stärker geworden? Irgendwie hat man auf einmal jetzt deinen Lüfter. Oh, von meinem PC, ja. Bist du dadurch, dass du jetzt hier so ein bisschen energischer geworden bist, ist auf einmal deine Lüfter hochgefahren, oder wie? Ja, die Hitze ist hier einfach gestiegen. Hilfe! Mein Stoffkreislauf hat sich aktiviert. Genau, dein persönlicher Lüfter wurde aktiviert. Ja.
Nee, actually, keine Ahnung, kann sein. I'm sorry, falls es hier gerade stört. Aber eigentlich habe ich eine Rauschunterdrückung. Falls es im Stream stört, bitte sagt Bescheid, dann muss ich da mal schauen. Ja, dann setzen wir, können wir Iggy einfach austauschen. Ja, ich krieg dann einfach. Er muss ja allein über Seife reden. Über TeamViewer störst du dann meinen PC. Ja, genau. Na, wir haben ja gleich Halbzeit. Ja. Da können wir nochmal in die Statistiken reingucken. Genau. Ich denke auch. Aber auch eure Ideen. Lasst uns das mal wissen, ob jetzt die Runde, ob die Taktik vom zweiten PR so besser ist, dass sie halt ranpushen. Oder ob jetzt, also ich könnte mir jetzt auch wieder vorstellen, weil sie jetzt nicht gewonnen haben, dass sie jetzt auf passiver gehen, einfach wieder in ihr altes Muster zurückfallen, aber es wäre halt geil, weil es war, ich meine, es war closer als die letzten Runden, weil es E21 ist eben einfach stärker im Nahkampf, deshalb müssen sie so ein bisschen das E21 überraschen und das können sie eher, indem sie aggressiver reingehen. Ich meine, Gude ist ja auch, ich glaube, da sind wir uns alle einig, es gibt keinen Spotter mehr. Doch, dich und mich. Ja, okay. So, nächste Season ist, glaube ich, auch schon geplant. Bisschen längerer Delay. Aber schauen wir mal. Der Spotter auf jeden Fall trotzdem nochmal ein bisschen OP, weil er halt sofort Feedback geben kann. Ja, wir haben halt 10 Sekunden Stream-Delay, ne? Also in den 10 Sekunden kannst du halt auch komplett woanders schon stehen. In den 10 Sekunden kann halt das Zweite auf einmal vor dem 21. stehen. Ne? Ich meine, selbst hätten wir es jetzt einfach mal so 5 Sekunden früher gesehen, es hätte denen nicht geholfen, im 21. Aber... Und die Runde geht auch schon los. Oh, ja, ich habe gar nicht gewechselt, I'm so sorry. Ich bin schon voll mitgeflogen. Ja, es wird hier auf jeden Fall jetzt wieder nicht ganz so aggressiv rangepusht. Das 21. bleibt auf der Spielweise wie vorhin. Waren jetzt, glaube ich, aber schon ein bisschen bereit, das zweite gleich hier zu sehen. Ja, das PR steht jetzt halt leider ein bisschen schlechter. Die stehen jetzt halt auf einer langen, geraden Ebene. Und das E21 hat halt noch eine... also sie könnten halt jetzt angelegt weiter vorrücken nach und nach. Oder sie switchen nochmal die Position, aber sie rücken vor, das ist gut. Ich glaube, das Schlauste auch. Dann kann es auch nicht passiv gecallt werden. Da hat gerade eher das 21. wenn dann das Problem mit. Ja. Ich denke mal, Friedrich und auch Cedric. War doch Cedric 9 vom 4. noch. Machen das auch bis jetzt echt gut. Also mussten noch nicht viel machen, muss man dazu sagen. Aber... Bis jetzt ist in der Hinsicht mal, also nicht mal, sondern in dieser Hinsicht ist es wie viele Spiele sehr, sehr ordentlich. Ja, sehr fair auch. Also, ja, unlucky halb einmal mit Dario. Ja, jetzt die erste Passivverwarnung. War auch ein bisschen gejinxed jetzt von uns, aber... Ja, das zweite PR... rückt auf jeden Fall jetzt schnell vor. Ich meine, es muss eine signifikante Positionsänderung vom 21. sein, was jetzt zwar erreicht ist, aber sie müssen sich halt auch erstmal wieder sammeln. Wenn sie nicht vielleicht jetzt sogar schon in All-Charge gehen. Ja, machen sie. Und probieren es einfach gleich. Aber du bist halt volle Mannstärke, bist du halt jetzt drin. Die waren gut eingekesselt. Und... Ja, haben sie echt, also in der Aufspringung haben sie echt gut umrundet und jetzt von allen Seiten in die Zange genommen. Und gut runtergespielt. Ich glaube, keine Salbe vom 21. die Runde. Ähnelt fast dem 11. Nur, dass das 11. wahrscheinlich rangepusht wäre. So, wir befinden uns jetzt auch in der Pause. Meine lieben Freunde. Und... da wird auch gerade angemerkt, dass der Cup sehr langweilig geworden ist. Finde ich tatsächlich nicht unbedingt. Na, du hast halt leider immer der Gewinner steht halt leider fest. Ja, das verstehe ich und das ist auch eine Kritik. Ich glaube, darauf können wir uns... Die Frage ist halt, wie du das halt ausgleichen willst, ne? Also, es gab ja die Überlegung, ob man Bayer-Teams macht, dass sozusagen die Altpreußen noch ein zweites Team zugelost kriegen, um halt ein bisschen einen Ausgleich zu haben.
es gab mal die Überlegung, ob man halt das System nochmal ändert, dass es halt kein Ligensystem, sondern ein, keine Ahnung, ein Double Knockout oder sonst was ist, um spannender zu machen. Das wurde aber alles abgelehnt. Es konnte sich da nicht drauf geeinigt werden. Deshalb bleibt halt die Struktur des VBCs so. Wenn ihr da aber konstruktive Ideen habt, wie man das verbessern könnte, könnt ihr da ja gerne über eure Regimentsführenden mal Feedback irgendwie dakommen lassen. Ja. Weil natürlich sind wir alle daran interessiert, dass das für alle interessanter ist. Ja, also ich glaube auch, dass, wie du halt jetzt auch schon vieles gesagt hast, stimmt. Und vielleicht kommen da einfach mehr Ideen, wenn halt mehr Leute sich drüber den Kopf zerbrechen. Ne? Ich meine, wenn man eh immer nur in mit denselben Leuten sich austauscht, kommt ja eh nie frischer Wind rein. Aber ich glaube, wir haben jetzt erst recht dieses VBC halt schon durch Regeländerungen das Allgemeine ein bisschen verbessert. Zumindest. Ja, es ist auf jeden Fall, wenn es jetzt so wie die alten Seasons gewesen wäre, wäre es halt auch noch langweiliger. Ja. Es ist schon interessanter geworden durch zwei Linien, durch Offizier und. Also es gibt ja Anpassungen, ne? Also ist schon gut. Aber vermutlich musst du halt auch jede Season was adaptieren, damit es halt einfach spannend bleibt. Ja, klar. Und, muss man auch ganz ehrlich sagen, wenn halt nun mal ein Regiment immer das absolut stärkste Regiment ist, Abstand, dann müssen halt auch alle anderen Regimenter gucken, dass sie besser werden. Das ist halt auch einfach mal so eine Sache, die man mal feststellen muss. Ich meine, wir hatten diese Season ja das Spiel 21. gegen 11., wo kurzzeitig es wirklich so aussah, als würde das 21. hier einen Unentschieden rausholen oder zumindest auf einen 4-6 spielen können. Und wo auch Hipper, glaube ich, selber gesagt hat, ich glaube, das war das krasseste Spiel, wo er am meisten Herzpumpen hatte, weil es halt dann einfach doch ein bisschen knapper war, als das 11. es gewöhnt ist. Und ja, aber im Endeffekt haben sie halt trotzdem gewonnen. Klar. Und halt auch nur 3 Runden oder insgesamt 6 Runden halt verloren von allen 50. Selbst wenn das 21. das Match, sag ich jetzt mal, noch gewonnen hätte, es wäre bei weitem nicht rangekommen. Muss man dazu auch sagen. An das 11. Also auf der Rangliste zumindest. Ja, auf jeden Fall. Im Endeffekt könnt ihr halt auch auf dem Discord euer Feedback dalassen. Könnt auch, also der Hauptorganisator ist halt nach wie vor Leumann. Der ist auch für Feedback, kann man einfach indirekt anschreiben, wenn man was hat. Ideen, Sorgen, Nöte, Anträge. Was mir dieses Jahr gut gefallen hat, ist, wie wir das mit dem Streaming hingekriegt haben und auch mit YouTube und so. Ja. Was fand ich gut. Ich fand auch das Overlay dieses Jahr irgendwie wieder, also jedes Jahr gibt es irgendwie eine neue Grafik-Sachen. Hast du gut gemacht. Immer ganz cool. Ja, ich finde es halt, keine Ahnung, es muss eine Abwechslung sein. Was sich halt durchzieht, ist halt nach wie vor das mit den Linien. Irgendwie hast du halt immer so ein bisschen Glow und Gaming und alles mögliche. Das ist schon irgendwie immer ganz cool. Ja. Da bin ich irgendwie mit mir selber zufrieden, so eklig sich das anhört, ist aber so. Naja, ich meine, auf gute Arbeit kann man ja auch irgendwo stolz sein, ne? Also, ich glaube auch, also ich bin jetzt noch nicht so lange dabei, aber ich finde auch, letzte Season war es schon echt ordentlich, diese Season fand ich sogar noch besser. Ich meine, diese Season bin ich auch ein bisschen mehr involviert in alles. Ich glaube, dritte Season habe ich gerade mal 1-2 Monate Holdfast überhaupt gespielt. Also von daher. Ja, und was man halt auch ganz ehrlich sagen muss, wenn halt die Community, der Holdfast-Community ist im deutschen Sprachraum eine dynamische Community. Ja. Also es gibt halt neue Regimenter, es gibt alte Regimenter, es gibt Regimenter, die nicht mehr Bestandteil sind. Ja. Wenn das alles ein bisschen harmonischer und einheitlicher stattfinden könnte, können wir halt auch andere Regimenter hier mit dabei haben, die halt super stark sind und die halt auch nochmal das Ganze dynamischer machen. Ich finde halt trotzdem, dass jetzt zum Beispiel ein QRR oder auch ein KBEB halt das nochmal bereichert haben, weil es halt neue Regimenter sind, die nochmal interessant gemacht haben, wo keiner wusste, wie die halt performen werden. Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube erst recht, das QRR war heute so, war diese Season einfach ein Überraschungspaket. Und selbst dieses Überraschungspaket hat sich in der Season noch krass gewandelt.
das Paket wurde nach und nach ausgepackt, meinst du? Ja, so trifft's eher. Also, ne, man dachte erst so, ja, okay, man hat sich ein bisschen mehr erhofft und jetzt so, erst recht gegen das 11. Haben sie sich ja dann auch nochmal echt gut geschlagen. Ist schon krass, wie sich das entwickelt hat. Und wie gesagt, ich glaube, wir sind beide einfach hoffnungsvoll, dass das KBB nächste Season wieder dabei ist. Sich auch wieder viel Mühe gibt. Und dann, ja, hoffen wir mal, dass jetzt auch der letzte Spieltag nochmal interessant wird. Also, wir haben jetzt einen Seitenwechsel und wir haben einen 5-0. Genau. Also vielleicht passiert jetzt auch nochmal halt von der Position was Cooles. Genau, also bis jetzt haben wir das 21. ja nur auf der östlichen Seite von Norden nach Süden pendeln sehen, blöd gesagt. Und das können sie jetzt auf der Seite, wo sie jetzt spawnen, nicht mehr machen. Da hast du nicht diese eine riesig langen Hügel. Da bin ich jetzt auch mal sehr gespannt, wie sie sich verhalten werden. Und auch wie das PER sich halt jetzt verhalten wird. Ich meine, sie haben jetzt zweimal bei aggressiveren draufpushen. Trotzdem wurden sie geschlagen. Und das kann natürlich auch nochmal Moral gebrochen sein. Obwohl sie immer das 21. gut unter Druck gesetzt haben, muss man dazu sagen. So, wir haben jetzt by the way auch schon einen Live-Call ab 9 Minuten 45. Also wurde 15 Sekunden nach vorne versetzt. Wahrscheinlich auch einfach, um ein bisschen mehr Zeit zu sparen. Auch wenn das bei den meisten Runden bis jetzt einfach nur bedeutet hat, dass wir länger auf den All-Charge warten müssten. Aber vielleicht bleibt es ja wie in den letzten beiden Runden. Ich wollte gerade sagen, cool, 15 Sekunden mehr, die wir noch über Seife reden können. Ja, Mann! Was ist deine Lieblingsseife? Ich mag Aloe Vera. Mag okay, ich aber auch sehr. Hart, also feste Handseife oder nein, so flüssig? Nein, feste Handseife ist widerlich. Nein, sorry. 100 Mal geiler. Nee. Also diese flüssigen Spritztuben bin nein. Ich mag es mittlerweile einfach nicht mehr. Es produziert viel mehr Müll. Einfach so ein Block Seife, der hat einfach nur eine Papierverpackung und das alle andere ist einfach nur Plastik ohne Ende. Na, aber okay, braucht okay. Kein Mensch. Als Privatperson verstehe ich das, wenn man okay, sagt, in okay, der öffentlichen Toilette, jo, bin ich voll halt bei dir. Das ist echt widerlich, wenn dann halt so ein Block da liegt, den da irgendwie 200 Leute benutzen, aber zu Hause, wo halt die, also entweder ist es halt Familie oder Eltern oder so, mit denen ist man körperlich ja eh näher. Ja, okay, ich verstehe, woher es kommt, aber jetzt mal kurz, das ist was ganz anderes wahrscheinlich vom Prinzip her, aber würdest du auch Haarwäsche in Blockform bevorzugen? Ich meine, gibt's ja auch. Habe ich eine Zeit lang gemacht, ne? Auch da nicht auf Flüssig-Shampoo zu gehen. Ja. Bin aber dann irgendwann wieder zurück, weil die nach wie vor einfach noch nicht so geil ist. Es gibt sehr gute. Ja. Ist aber noch nicht so nice. Gibt dem Ganzen ein, zwei Jahre. So vor ein, zwei Jahren war halt auch noch die vegane Wurst oder vegane Ausschnitt. Ganz vegane Ersatzprodukte einfach. Ja, also so Wurstersatz war halt auch absoluter Dreck. Mittlerweile schmeckt das genauso stimmt. Geil und ist besser und ist mittlerweile sogar günstiger als normale Wurst. True. Deshalb gibt dem Ganzen ein, zwei Jahre, dann kriegt das die Industrie auch irgendwie zusammengemischt, dass dann nochmal komische Zusatzstoffe drin sind, dass es geil ist. Ja, okay. Wir haben jetzt auch mal die erste Salve, Marv wurde rausgeschossen. Gute Salve vom zweiten PER. Auch gute Reichweite, 81 ist gut, kann man gut treffen. Ja, ist eine super Distanz, ich glaube auch somit die effektivste Distanz vom zweiten PER. Ja, auch allgemein von Holdfass ist so auf 80 dann die Distanz. Ich denke mal so 80, 50 Meter ist somit das, wo du gut schießen kannst. Darunter ist halt dann schon fast, dass man fast in Melee gehen könnte. Und darüber ist halt einfach RNG. Aber da du mich nicht gefragt hast, was meine Lieblingsseife ist, sage ich es jetzt einfach, es ist Zitrone. Achso, ja, ich dachte, du wolltest halt auf die. Ich dachte, du wolltest. Nein, wollte ich nicht. Weil du dann auf einmal auf Hart- oder Flüssigseife umgeschwenkt bist. Ja, nee, ist schon okay. Aber okay. Ich wollte auch einfach nochmal kundtun, was meine Lieblingsseife ist, weil hier nichts passiert. Ja, ist okay. Verstehe ich. Aber Zitrone, ich glaube, ich hatte noch nichts auf Zitronenseife. Ich glaube, ich kann das gar nicht beurteilen. Geil. Also es gibt die halt einmal, die dann so wie so ein Klotab riecht, ne? Also ja, so ein Zitronen-Klotab, das habe ich nämlich gerade im Kopf. Nee, also das nicht. Also so richtig geil
kauft man vermutlich auch nicht in Deutschland. Oh, ich glaube, wir haben einen Disconnect bei einem vom, vom zweiten. Sorry, erzähl weiter. Ah ja, stimmt, da steht gerade einer rum. Ja, also vermutlich Disconnect. Also die beste Handseife mit Zitrone kauft man in Frankreich oder Italien. Okay, bringst du mir mal welche mit? Zum kann ich mal machen. Nächsten Regimentstreffen? Ja. Okay. Wenn ich davor in Frankreich oder Italien wieder gewesen bin. Gut, machen wir so. Ja, verstehe ich. Ja, ich keine Ahnung, ich mag Aloe Vera, ist einfach geiler Geruch. Ist so einigermaßen unauffällig, aber riecht halt trotzdem gut. Wir können jetzt den Chat animieren. Was sind eure Lieblingsseifen? Schreibt es ja, mal in den Chat. Schreibt mal bitte rein. Product Placement. Nächste VBC-Season. Da war ein Hit bei? Was? Oh, da war gerade ein Hit. Ja, ja, Woody hat einen Hit gemacht. Aber das sind ja locker über 150 Meter gerade gewesen. Ja, und krass. Ich glaube auch, also da war nicht viel vom zweiten zu sehen. Wenn man sich das mal hier anschaut, die Oase ist da nochmal wie eingekesselt. Oh, das zweite PE. Ach doch, die haben die gesehen. Ich habe gedacht, die hätten die gerade nicht gesehen und haben sich falsch aufgehört. Oh, das wäre fatal gewesen, aber jetzt. Ich finde es toll, wie sich jetzt auch im Laufe des Matches einfach wieder die Seiten geswitcht haben. Leumann geht wieder auf seine Lieblingsposition, den riesigen langen Hügel. So viel zum Seitenwechsel. Und ich glaube, es wird wieder ein Match sein, wo wir einfach auf den Oldshot sind. Ach, jetzt wird der, okay. Ja, bevor er noch reconnecten kann, holt sich Leumann da den Kill. Ja, damit er in der Statistik vielleicht vorrutscht, hat er sich den auch noch geholt. Naja. Nicht mehr irgendwie solidarisch. Irgendjemand, der noch keinen Kill gemacht hat. Ich glaub, müsste jetzt eigentlich jeder... Oh ne, Ares ist neu dran, oder? Ares wurde, glaube ich, eingewechselt. Ja, der war vorhin bei unserem Chat unterwegs. Also... die Frage ist, wer wurde rausgenommen? Ist Prax noch da? Prax muss da sein. Oh, jetzt könnte das 21. Ja, probieren sie es wieder mit dem All-Charge? Umkreisen sie jetzt? Naja, wahrscheinlich nicht. Kannst du jetzt so Walzermusik einfügen, weil sie jetzt einfach so im Kreis um sich rumtanzen. Ja, falls wir ein Best of von den VBC-Season machen. Oh, gut, Woody rausgeschossen, nochmal einen starken Nahkämpfer. Aber das hätten, ich glaube, das ist was man auch trainieren müsste, dass wirklich nur der erste oder die ersten zwei feuern, damit die anderen denken, ey, die schießen gerade alle. Ja, lass uns aufstellen. Dann bleiben die stehen und dann schießt du mit allen anderen Mann. Ja, aber bis jetzt ist das hier der Nahkampf gerade ein bisschen ausgeglichener. Jetzt wurde, ist wieder... Oh, ein Teamkill. Oh, sehr unlucky. Aber ist halt auch einfach die Waffe... Noch ein Team-Kill. Oh, noch ein Teamkill von Ares. Ares hat jetzt allerdings auch mal Tier gekillt. Und ich mein, Lappen. Tati. Ai, ai, ai. Nein. LA1 hat auf jeden Fall Lanos noch rausgeholt. Aber gut, ist ein Kill, ne? Es zählt mit in die Statistik. Warum nicht? Ja, ich meine, wir bewegen. Das sind halt auch Punkte. Muss man auch erstmal machen, I guess. Ich meine, Ares ist ja so ein bisschen bekannt als. Team Slayer. Aber er arbeitet an sich. Ja. Hat denn jemand was geschrieben? Ja, es hat nur einer auf die Seite. Aber die kenne ich nicht. Von Duschdas Noach. Oh, ja. Aber das wollte ich jetzt gerade nochmal googeln. Mach das mal. Dusch. Nebenbei dann erstmal Lieblingsshampoo. Für die Haare. Head and Shoulders. 3 in 1. Nee, das. Da gibt's auch so ein Citrus. Alter, du hast aber auch mit den Zitrusfrischen, oder? Ja, ist irgendwie Zitrus, aber ich finde ja, okay, auch so. Dann, kennst du diese, die dann so ein typisches Männerduschgel, was man immer so im Sportverein hatte? Ja, So einfach nur so ein, was einfach nur so frisch riecht, aber man weiß auch nicht genau was. Da steht dann so Ocean oder so drauf und denkst du so, also Ocean riecht anders. Ocean riecht halt so ein bisschen vergammelt nach Alge. Ja. So aber Männergerüche eh immer Kohle, Rauch, Öl. Ja. Digga, what the fuck.
Ja, aber dann halt so Ocean und das ist einfach nur ja, so, ja. So ein super frisches Zeug. Keine Ahnung, was da drin ist, dass das halt so riecht. Habe ich auch gar nicht wissen. Ich auch nicht. Aber dieses, das Dusch, das Noir ist dieses, so ein rotes. Was ist das? Boah, ich habe gerade eher Old Spice im Kopf, bin ich ehrlich. Ja, bei Rot, aber. Das habe ich auch noch nie gesehen. Es ist mit. Was soll das sein? Was ist denn das für ein Geruch? So drei. Irgend so ein. Keine Ahnung, steht hier nicht. Warte mal. Okay, es geht los. Ja, egal. Der anregend würzige Duft vermittelt ein Gefühl von purer Lebendigkeit. Aber was drin ist, also. Inhaltsstoffe stehen nicht da. Nee, natürlich nicht. Doch, Inhaltsstoffe. Aqua, Sodium, Lured, Sulfate, Sodium, Chloride. Das ist keine Ahnung, was das alles halt heißt. Naja, ich bin zwar Chemie-Leistungskurs, aber ich weiß es auch nicht. Wird in den Niederlanden hergestellt. Okay. Auch ja. Das erklärt. Sehr interessant. Von wem ist das Lieblingsseife? Bilo. Ah, okay. Einer unserer neuen Rekruten. Na dann. Bringt sich ja schon mal gut ein. Ja. Hat schon mal Pluspunkte bei uns beiden. Jetzt könnten wir schon zusammen duschen gehen. Ja. Wissen, welche Shampoo wir mitbringen müssen. Ja. Wir können jetzt schon mal blind sagen, okay, gut, du hast kein Shampoo dabei, ich weiß, welches ich kaufen muss. Ja. Das Regiment-Treffen ist gesaved. Ja, jetzt muss er auch kommen. Ich meine, mein Lieblingsshampoo ist von Schwarzkopf, glaube. Oder nee, von. Nee, nicht von Schwarzkopf. Von Esses? Ist keine Ahnung, wie die ausgesprochen werden. So mit Bananengeruch. Was? Ja, Banane? Ist übel geil. Schäme ich immer ultra widerlich. Nein, es ist so geil. Es ist so geil, no joke. Nee, geh also mal. Alles, was so. Also Banane kriegt man schlechthin, Orange kriegt man scheiße hin, Orange kriegt man scheiße hin. Ja, Orange stimmt. Kriegt man wirklich schlecht hin. Aber guck mal, Zitrone kriegt man auch scheiße hin, okay. Banane auch, aber Banane stimmt. In dem Moment ist geil. Also ich liebe Erdbeeren. Oh, zweite Salve. Aber einem Erdbeereis oder alle, so also Erdbeer-Shampoo, Erdbeer-Zahnpasta. Erdbeereis habe ich halt als Kind zu viel gegessen. Genau. Ja. Wer isst heutzutage noch Erdbeereis? Wer ist über 12 und isst Erdbeereis? No joke. Ja, ist wirklich so. Also das ist halt Billo-Shit. Gut, halt wirklich. Wie hieß jetzt dein Shampoo da? Banane? Ich muss Lemma. Kannst du da mal kurz? Ich kommentiere mal weiter. Geh mal kurz in die Hitze. Nein, jetzt nicht, aber falls wir da sind. Hey, kommentiert das hier auch alleine oder ist alles gut? Nein, ich meine, also 21 pusht jetzt auch mal ran. Achso. Und pusht doch wieder nicht ran. Aber das zweite PR hat sich jetzt auch wieder in den Berg versteckt, deshalb wird eben erstmal nichts passieren. Das zweite PR ahmt gerade sehr krasse Leumann nach. Also ungefähr so sah auch Leumann Movements aus. Hinter dem riesigen Hügelkette. Düne. Ja, Düne, sorry. Ja. Aber vielleicht ist auch einfach das echt anstrengend. Ich meine, guck dir die Schuhe an. Ja, muss man näher rangehen. Das sind ja so Stiefel. Dann sind die ja auch nur so durch so Knöpfe zugemacht, das heißt Reißverschluss oder sonst was nichts. Du hast ständig Sand in den Schuhen. Ja. Und dann läufst du die ganze Düne hoch, der Sand rutscht runter. Marv schon wieder rausgeschossen. Ja, ich meine, da waren die Römer halt ein bisschen innovativer mit Sandalen. Ne? Du eh mit deinem Birkenstock. Boah, das scheuert auch. Boah. Ja, aber da rutscht der Sand wenigstens raus. Wow. Aber jetzt gute Schüsse. Zwei Kills. Aber jetzt könnt ihr gegenfeuern. Zweite PR. Oh, Lücke drin. Können das als FOL gewertet werden? Admins, sind gute Admins. Mal schauen, wie sie entscheiden. Wer lädt schneller nach? Mathieu lädt schneller nach. Lanos lädt schneller nach. Mexican Standoff. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Und da sind noch Schüsse drin. Wenn sie jetzt noch rausschießen. Ja, Leumann raus. Noch raus. Und jetzt Teddy. Das ist Teddy alleine. Macht Teddy den Hipper. Das könnte mein 9-1 werden. Das könnte actually dein 9-1 werden. Oder Teddy verewigt sich. Boah, nee, Teddy wurde zweimal angeschnitzelt vom Gut, dann wertet du mal. Geht, dass er sich so gut einkreisen lassen hat. Ne? Ja, also das war halt wirklich traurig. Ja, geh los. und ja, also wenn Teddy da irgendwie noch den ersten hat er gut rausgeholt und dann hat er sich halt leider umzingeln lassen. Du hast halt dieses typische Dreieck, was sich dann um einen rumbildet und dann hast du halt meistens keine Chance, weil dann kann einer oben, unten und dann hast du auch noch das Schwert, was von links oder rechts halt angreifen kann. Das
war jetzt halt unglücklich. Teddy hätte natürlich auch noch ein paar mehr rausholen können. Teddy ist jetzt nicht schlecht im Nahkampf. Deshalb, ja, haben wir jetzt mal das erste Mal so, das E21. Und was ist es für ein Shampoo? Mach erstmal weiter. Achso, ja, nee, also hätte das holen können. So, ja, in Sicht. Aber ich finde es auch gut, dass das PR jetzt hier nochmal auch dem 21. mal zeigt. So, ey, also wollen auch noch mitspielen. Naja, ich meine, du willst ja auch deine 20 Punkte haben, ne? Ich will meine 20 Punkte haben. Ich war zwar eh nicht mehr Erster. Das könnte man nochmal gucken, wer jetzt hier in der Kicktipp-Runde dann eigentlich schauen wir gleich mal. Den 20-Euro Steam-Gutschein sich holt. Schauen wir gleich mal. Oh, Unterweltler wird sehr wahrscheinlich, na, also 20 Punkte. Patrick hat das gleiche getippt, Friedrich hat das gleiche getippt. Das heißt, wenn dann wäre es ein Gleichstand. Also, das wäre auch nichts. Thanos. Ja, also wie es aussieht, hat Unterweltler das schon sehr wahrscheinlich gewonnen. 20€ Steam-Gutschein. Ich meine, damit kann man sich ja die Holdfast-DLCs kaufen. Falls sie nicht. Wer braucht denn da so eine zusätzliche Uniform? Weiß ich nicht, aber bei uns ist das so ein Ding. Ich glaube, Anu war auch mal kurz davor, mir die zu kaufen. Ja, dann lass dir die von Anu kaufen, hätte eh genug Geld. Ja, genau. Also wenn ich es mir kaufe, dann lass ich mir von Anu kaufen. Ja. Lass mir alles auch nur noch von Anu kaufen. Naja, aber Anu, wo bist du? Das ist die, wo ist mein Sugar Daddy? Ja, wirklich so. Das ist die bessere Frage. Und es wie geht heißt jetzt, ach meine, wie heißt jetzt dieses Bananenshampoo? Also, es heißt von Granier Fructis Banana Hair Food. Banana Hair Food. Ja. Ah, das ist so ein Topf? Nee, das ist der Conditioner. Muss mal Shampoo noch eingeben. Ja. Den Conditioner habe ich aber auch in Banane. Weil, wie lange Haare hast du das in Conditioner? Ich gehe schon bis zur Schulter. Also ich habe Undercut und trage meistens im Dutt. Aha. Aber eigentlich die Haare gehen schon bis Schulter, ja. Ich überlege gerade, ob ich dich bei irgendeinem der haben wir, ja. Bierverköstigungsabende dich schon mal gesehen habe. Aber ja, müsste sein, ne? Wir haben uns schon mal gesehen. Also ich weiß zumindest, wie du aussiehst. Und ich weiß, dass du sehr schöne Balken hast. Ich weiß, dass du sehr schöne Balken hast, wo Ranken runterwachsen. Ja. Oder? Ja, war es doch. Das waren Regalbretter, aber ja. Genau, ja. Balken. Balken. Das ist ja kein Fachwerk. Regale sind doch... Ja. Okay, also ich werde vielleicht dein Garnier Fructis Banana Hair Shampoo trockenes Haar. Hast du ein Problem mit trockenem Haar? Nee, oder? Das wurde mir empfohlen und das riecht gut. Ja, kommen wir mal. Probieren wir. Bei Conditioner habe ich jetzt auch mal Mango ausprobiert. Mango riecht auch gut, aber ist nicht so gut wie Banane, finde ich. Ja, Mango ist auch ein schwieriger. Also, wonach riecht Mango? Also, ja, ich verstehe, woher es kommt. Mango ist halt auch jetzt nicht so. Mango-Eis, 10 von 10, boah, aber Mango sonst was, schwierig. Kurzer Tipp: Mango-Eis kann man sich auch übel einfach selber machen. Einfach Mango einfrieren, dann das einfrieren lassen und dann, naja, genau. Dann ein bisschen Wasser hinzugeben, in den Mixer rein. Und dann haben wir ein richtig geiles Mango-Sorbet. Ja. No joke. Falls ihr mal irgendwie eine Mango zu lange rumliegen habt oder so, dass die schon so matschig ist und nicht mehr geil zum Essen, gefriert sie eine und macht so Beet raus. Das 21 wurde jetzt auch das zweite Mal schon passiv gecallt im ganzen Match, in dieser Runde das erste Mal. Verdienterweise, wie ich finde. Standen ja da auf jeden Fall schon eine Weile rum. Das zweite mehr auf den Hügeln unterwegs. Aber ich glaube, Leumann hat halt auch einfach echt keinen Bock, jetzt noch eine Runde abzugeben. Und wenn sie hier weiter hochpushen, könnte das fast... Boah, das wird eine Zeit. Ja, okay. Aber da war Nahkampfboni drinne. Boah, das wird doch nicht die zweite Runde fürs PR werden. Teddy hat jetzt nochmal nachgelegt, ja genau. Nachgeschossen. Ja. Boah, aber das wird noch eine Salve geben. Boah, das ja, jetzt könnte... ist der Nahkampfbonus bei uns nämlich drin. Ja, aber es war eine schlechte Salve, ne? Nur zwei Leuten, wenn fünf Leute schießen, nur zwei rausnehmen. Auf die Distanz eigentlich schon, ja. Ich meine, Brax hat hier wieder, ne, wie immer, seine Leistung abgerufen. Und jetzt hier auch solide runtergespielt, aber... Ich habe meinen Tipp gerade schwinden sehen kurz. Ja, ja. Es haben einige 8-2 getippt. Also Unterweltler, ja.
Cedric, Friedrich, ja. Bären zum Beispiel, das sind die, die noch alle in den Top 10 drin sind. Hab ich auch die dann halt nochmal 20 Punkte. Ja, du bist aber so nicht in den Top 10. Interessantesten, ich habe auch gar nicht mitgewettet. Oh, stimmt, du warst ja der kein Glücksspiel mag, aber jetzt hier Bananenshampoo. Hey. Warte mal. Bin ich hier gerade für mein Bananenshampoo bestellt? Möglich. In welcher Runde sind wir 8? Benutzt du das nur für die Haare? Hast du auch noch ein Shampoo oder benutzt du das für den ganzen Körper? So, Mann, eins fertig. Nee, ich habe noch, hier Duschgel. Okay. Aber... Und das ist dann, keine Ahnung, das ist dann Limette oder Kiwi oder so. Und dann kommst du aus der Dusche raus und denkst dir so, Alter, welches Einhorn ist denn da drin gerade verreckt? Das ist da, riecht wie, keine Ahnung, auf dem Obstmarkt in Thailand, in Bangkok. Und Kiwi. Ja, genau. Und dann schön die Aloe Vera Handseife. Ja, genau. Und dann auch noch so, dann, keine Ahnung, und dann so einen richtig schweren Männer-Deo-Duft. Ja, dann so Asche. Boah, ja, genau. Geil. Sowas, also ein Altherrenduft. So ja. Fahrenheit. Fahrenheit. Das kennt jeder, Fahrenheit. Ja. Aber die haben auch richtig, also die Flacons heißt es doch, oder? Bei Parfums, oder? Ja, keine Ahnung, kann sein, ja. Hab ich jetzt irgendwas verkackt? Du müsst ja jetzt 6-1, nee, das ist die 9. Runde, ne? 7-1 müsste es jetzt stehen, ja. Genau. 9. Runde. Gut. Fahrenheit von dem Rot so transparent werden, ist aber auch jeder Dad irgendwie daheim. Ja, ich bin froh, mein Dad nicht unbedingt. Mein Dad riecht immer nur nach seinem Rasierschaum. Aber. Ja. Nee, ist schon eine Experience, nachdem ich geduscht habe. Boah, das muss ich rausklippen und in den News-Channel packen. Einfach nur so, das ist schon eine Erfahrung, nachdem ich geduscht habe. Eine Experience, nachdem ich geduscht habe. Scheiße. Oh Gott, wir hätten mehr miteinander streamen müssen. Schön, wenn man mal wieder, keine Ahnung, also ich wusste gar nicht, dass das die Beine so hell sein können und nicht so dreckig. Gut. Ja, ich schwöre, drei Wochen nicht duschen. Dann so der Unterschied zwischen so Kuhstall und komplett verdreckt und so Banane, Mango, Kiwi, Alter. Oh, können wir bitte, ich tue mich auch bereit erklären, das selber zu machen, können wir bitte einen Special auf unserem Channel hochladen, der Seife-Talk. Ja. Und dann machen wir so ein Seifenschneid-Video. Und die Best-ofs leiten wir auf TikTok hoch für mehr Klicks und Aufrufe auf YouTube. Natürlich. Oh mein Gott. Ja, Pippi in den Augen. Yes. Ja, gute vorverletzte Runde. Es ist noch nichts passiert. Noch keine Salbe, glaube ich. Aber ich kann mich jetzt auch nicht mehr dran erinnern, falls es so war. Es ist so ein bisschen wie Schach zu gucken bei Leuten, die es nicht können. Welcher Zug war nochmal vorher? So immer nur ein Bauer nach vorne und dann den nächsten Bauer wieder nach vorne. Es passiert nichts. Und am Ende geben die sich aufs Maul und kriegen sich in die Haare, weil einer die Regel nicht verstanden hat. Auf einmal schlägt einer die Dame. Oh, ja. Da wurde gerade die Dame Tati geschlagen von Dario. Aber guck mal, das PR steht auch echt schlecht, weil da einer rausgedrängt wurde. Da wurde durch den Irrling einfach durchgefeuert. Oh, guter Schuss von Lannas, hat er seinen Liebling gerettet. Das könnte jetzt wieder ein FOL sein. By the way, das zweite wurde von FOL noch gecallt von der letzten Runde. Wollte ich nochmal erwähnt haben. Ja. Wirklich, ich glaube, die denken auch einfach, wir haben Stimmungsschwankungen, wenn die hier den Stream schauen. Warum? Naja, wir haben gerade noch Suttens tot gelacht. Und jetzt. Das ist der Unterschied zwischen, wir gucken jetzt halt dem Spiel auch wieder zu oder wir reden halt über, dass du dich freust, dass du eine Experience ist. So, das Wort Experience ist halt auch einfach so. Ja,
was machst du? Machst du da auch noch Musik an oder so? Ich schau. Rain oder Umbrella von Rihanna und dann geht's auch so ab wie in dem Musikvideo mit so Regenschirm und. Ja, ich tue dich mit Regenschirm. Schöne Salbe vom zweiten. Brax hat natürlich wieder sich nicht lumpen lassen, da einen Kill zu machen. Und Woody und Lanos raus. Oh, das ist halt wirklich, für einen Nahkampf ist es hier gerade sehr gut fürs Zweite. Also es kann jetzt kein 8-2 werden. Dann hat Friedrich seinen Tipp wieder richtig. Oh, und Friedrich Gott. Friedrich hat schon das VBC gewonnen, wirklich. Ja, es reicht. Es reicht auch mal. Sollte man hier so eine Regel machen wie, also mehr als 3 Geschenke ist Weihnachten aber nicht. Ja. Der Gewinner kriegt einen Bananenschampoo. Und ein Duschvideo von Dicky. Mit Regenschirm. Experience-Video. Ich schicke dann so den Leuten meine Haare und dann dürfen sie dran riechen. Boah. Ach ja. Aber kurz zu der Sache, ich höre keine Musik unter der Dusche. Ich schaue derzeit Brooklyn, nein. Ich schaue immer Serien unter der Dusche. Hä? Ja. Okay, warte, es wird jetzt, glaube ich, nochmal spannend. Wir können da gleich drüber reden. Ja, gerne. Aber sie sind jetzt, also eher sehr weit aufgesprengt. Das stimmt. Warte mal. Teddy, also auch nochmal die Ken letzten raus, zwei Runden. Ken ist gut, weil Ken ist ein guter Nahkämpfer, also gut und schlecht, ist ein guter Nahkämpfer. Ja. So, und jetzt müssen sie so schnell wie möglich rankommen, dass sie nicht nochmal feuern können. Und wir werden vor dem All-Charge vermutlich in den Nahkampf schon gehen. Boah, zwei Lol, auf Mann. Einmal. Also das war eine kleine Respekt. Ich glaube, er hat sogar 3 Leute angehittet. Ich glaube, Leumann hat gehört, dass er Friedrich nicht nochmal gewinnen lassen wollte. Ich glaube, das hat ihn angespornt. Das hat ihn angespornt. Ja. Also das muss er sich von Friedrich auch noch anhören, nicht nur, dass er halt den VBC gewonnen hat, sondern dass er jetzt auch noch die Kicktipp-Runde gehört hat. Alter, ich glaube, was Leumann am wenigsten gerne möchte, ist Friedrich 20 Euro in die Hand drücken. Ich habe gedacht, es gibt ein Shampoo. Aber wie guckst du jetzt unter der Dusche Filme? Hast du so eine Duschtasche für dein Handy? Oder steht es am anderen Ende des Bads und es ist dann nur so ganz klein und du verstehst gar nichts? Und Bar? Ja, ich gucke halt Serie, aber ich verstehe halt gar nichts. Weil das ist so eine Experience und da ist so viel Wasser und ich gucke gar nichts mit. Ja, es tropft ja auch alles auf den Regenschirm. Es prasselt immer so laut und es läuft halt an der Seite raus. Ich hatte einen Kumpel, der hat alles unter der Dusche gemacht. Der hat eine Stunde geduscht und der hat es hingekriegt. Der hat Lateinvokabeln da unter der Dusche gelegt. Er hat sich von draußen das Buch an die Dusche geklebt. Du siehst es doch gar nicht, das beschlägt doch alles. So, und dann hat es halt hinbekommen. Der hat es halt ein halbes Jahr durchgezogen. Und irgendwann hatten die halt so viel Wasser in der Decke, dass es unten, also das Bad war oberhalb von der Küche, dass die halt so einen richtig großen Wasserfleck und Schimmel in der Decke haben, weil der Junge halt immer eine Stunde geduscht hat, Lateinvokabeln unter der Dusche gelernt hat. Das war eine Experience, ja, jetzt irgendwie dein Mango-Banane. Aber wie guckst du jetzt Serie? Entschuldigung, ich bin abgeschaut. Also, ich habe in der Dusche so eine Halterung, die mache ich so oben an, also die Dusche geht nicht bis zur Decke, das ist so ein Glasding, was so drumherum geht und da ist ein bisschen Luft oben. Und da habe ich eben so eine Halterung dran, wo eigentlich Shampoos und alles drin sind. Und an der Decke? An der Wand von der also so, wo man so Shampoos Dusche und so Zeug reinstellen kann. Genau. Okay. Und das ist aber so von allen 4 Seiten umschlossen. Und was heißt das? Weiß ich nicht. Shampoo-Halterung. Halterung. Dusche. Aber das ist halt so mit so Gittern nur, also ich sehe da halt trotzdem noch recht viel durch. Nicht so eine Duschablage. Eine Duschablage. Ja, aber es heißt auch. Die Seiten. Naja, es hat halt. Das Shampoo nicht rausfällt, meinst du? Ja, genau. Es hat noch so Gitter. Aber es heißt Duschablage. Achso, okay, gut. Der dann eben in der Duschablage. Das war das Erste. Also wenn Amazon es sagt, dann muss das auch so stimmen. Das stimmt. Amazon ist Produkte-Duden. Stimmt. Und da drin packe ich dann halt mein Handy rein, mache ein bisschen zu meinem Bananenshampoo und meinen Mango-Conditioner raus. Und dann ist auch genug Platz für mein Handy. Und dann wird er auf voller Lautstärke sich das Brooklyn Nine-Nine gegönnt. Und wo stellst du die Seife dann hin? Auf den Boden. Aber du darfst dich da nicht bücken beim Duschen.
Ich tue tatsächlich das alleine. Experience. Ja, ich wohne eigentlich im Knast und ich gucke eine Serie und ich schaffe halt immer am Boden. Durch gute Führung kann ich hier Haultfass spielen und streamen. Und weil ich mich in der Dusche bücke. Du kriegst ein Mango-Shampoo, weil du eine gute Führung hast. Alle anderen kriegen nur Kernseife. Ich bin der Fliegen des Monats. Oh Gott, ja. Spannendes Match. Letzte Runde, ne? Ja, letzte Runde. Okay. Nochmal ein bisschen fokussieren. Das ist dein Tipp, kann immer noch flöten gehen, ne? Möchte ich kurz anmerken. Ja, ich weiß. Das ist, also, wären die letzten zwei Runden jetzt nicht doch nochmal irgendwie so ein bisschen closer geworden, ja, hätte ich auch, würde ich dem jetzt ganz, dem Ganzen zuversichtlicher entgegengucken. Aber es war jetzt irgendwie doch nochmal close, weil von dem, was sie geändert haben oder was sie adaptiert haben. Oh, Marv hat jetzt mal jemanden rausgeschossen. Die schießen halt, also das zweite PR schießt halt gerade irgendwie sehr gut. Auf jeden Fall, ich meine, das können sie ja auch. Ja, die sind halt jetzt endlich auf der Distanz, wo sie auch mal was treffen, so blöd gesagt. Erst recht in der ersten Hälfte, dadurch, dass das 21. halt immer hinter dem Hügel war, mussten die ranpushen. Okay, jetzt ist es wieder dort. Ich habe nie was gesagt, aber... Aber sie pushen irgendwie, also sie pushen halt schon ran. Jetzt sind sie gleich zwar im Tal, jetzt könnte das 21. halt hochkommen. Ja. Denkst du, Leute haben Clips von unserem Gespräch gemacht? Nee, ich glaube nicht. Aber ich werde nachher gucken, aber ich kann das Ganze dann ja auch nochmal angucken und zusammenschneiden. An Seifen. Ja. Nur fürs Regiment auf nicht gelistet. Vielleicht finden es auch nur wir lustig. Ich glaube, das ist stimmt so. Alle 27 Leute im Chat, die so, was reden die denn die ganze Zeit? Warum lachen die? Es geht nur um Shampoos und sonst irgendwas. Imagine. Du hast jetzt wirklich diese. VWC irgendwie gucken und. So, imagine. Da schauen gerade wirklich Leute. Oh, gute Salve vom zweiten. Richtig gut, nochmal zwei Leute da rausgeschossen. Boni drinne, weil da waren super viele Hits bei. Wir können mal kurz drauf schauen. Oh ja, da hat Teddy, wie immer, Marv hat auch nochmal gehittet. Oh, ja, Leute, aber auf beiden Seiten. Bekommen. Ne? Also auch das 21. hat viel einstecken müssen. Das stimmt. Also da muss man auch einfach mal sagen, das hätte jetzt auch nochmal fataler sein können. Aber ja, guck mal, wie die jetzt wieder passiv hinten stehen bleiben. Direkt, also im Endeffekt könntest du denen jetzt direkt ein Passiv geben. Ja, eigentlich schon. Weil das E21 hat sich nicht viel bewegt und sie haben halt einmal gefeuert. Ja. Was jetzt sehr nachteilhaft wäre und deinem Tipp wahrscheinlich Gnadenstoß geben würde. Es kann jetzt nicht sein, dass jetzt hier in der letzten Runde das noch so kippt. Wegen dem Passiv-Call. Ach so. Ja. Nee, das wäre wirklich peinlich. Es ist ja jetzt nur der erste Passiv-Call. Wenn es der dritte wäre und dann einer geslayed wird, dann wäre es scheiße, aber... Nee, ich meine, wenn sie jetzt passiv gecallt werden, müssen sie signifikante Positionsänderungen machen und das zweite PR könnte halt einfach in den Rücken schießen. Aber das zweite PR rückt da immer nur 5 Meter vor. Warum rücken... Guck, jetzt kriegen sie es nämlich. Warum kann das PR nicht angelegt vorrücken? Keine Ahnung, weil sie nicht selbst sind. Boah, und Brand glitscht bei mir über die Map? Bei dir auch? Oh, ja. Der verabschiedet sich. Weg. Tschüssi. Oh, das ist nicht gut für sie. Nee, das ist wirklich nicht gut. Das bringt nochmal... Aber es könnte dann nochmal der Nahkämpfer sein, der dann vielleicht von hinten angreift. Der von hinten wieder angejumpt kommt wie so ein Jumper. Teddy und Tati sind tot. Der heißt nicht Tati. Soll das sein? Leumann jetzt auch nochmal. Gutes Schuss wieder Marv. Ja, wahrscheinlich wurde er dorthin teleportiert anscheinend wieder. Das war Fire and Charge. Also es war Fire Out of Line und vielleicht sogar Fire in Charge, ne? Ja, safe. Ich glaube, das könnte jetzt nochmal Diskussionsbedarf geben, die letzte Runde. Also, wir sehen ja gerade noch die letzten Sekunden. Hätten die das noch gekriegt? Ich meine, es waren nur noch 2 gegen 4. Ja. Und wer war die letzten beiden, die noch gelebt haben? Es war Marv und Lollmann, glaube ich. Marv ist ein besserer Schütze als Nahkämpfer. Leumann ist halt mit dem Schwert unberechenbarer, weil halt nicht nur 2, sondern 4 Angriffswege. Ja.
Ja, wollen wir mal. Boah. Also das 21. hat auf jeden Fall eine Diskussionsgrundlage. Und ich würde auch behaupten, das zweite könnte aber auch darauf bestehen, naja, aber ne, war okay, sehen wir ein. Es hätte halt auch ein Slay nach sich ziehen können, ein Revive und Slay, aber. Also, ja, aber nicht so close am Ende, ne? Also. Ja, ja, okay, so close am Ende halt wirklich. Also wir horchen mal rein, ob hier noch was passiert oder ob das so d'accord geht. Und ja, lass uns, wollen wir anfangen, schon mal das zusammenzufassen. Also ja, weiß ich nicht, ob das jetzt Sinn macht, wenn halt jetzt noch eine Runde kommt. Weil irgendwie ist bis jetzt auch bei mir noch niemand gespannt. Same, also es sieht bis jetzt sehr endgültig aus. Vielleicht ist auch gar keine Diskussion jetzt noch irgendwie. Ja, auch, soll für mich recht sein. Wenn wir fertig sind, dann sind wir fertig. Teddy und... Das reicht jetzt auch mal jetzt. Ja, fertig. Wir haben die ganze Zeit über Mango-Shampoo geredet. Das reicht jetzt. Ja, also, dein Fazit. Dein Tipp ist weg, so wie es aussieht. Mein Tipp ist weg. Oh, ja, okay. Ach, Mann. Geht nicht. Ja, oh. Gut, halt nochmal, ob Unterweltler, also von den Tipps her, hat Unterweltler das gleiche getippt, deshalb bleibt Unterweltler halt auf Platz 1. Ja, schauen wir mal kurz drauf. Ja, Unterweltler hat anscheinend sich nochmal 20 Punkte geholt, genauso wie... Kannst du das über den Browser aufmachen? Weil dann würde ich fix die Punkte eintragen, dann könnten... Siehst du... Ja, aber ich habe hier sehr viele Tabs offen. Ja, machst du halt alle anderen komischen Seiten zu? Solltest du eh nicht mehr aufhaben? Nein, das ist nicht so eine Sache. Ich muss das Hotel buchen oder was? Ah. Ja. Was ist so für ein Hotel? Auf Hotel. Wie, Dusche. Du kannst aus dem Knast kannst du Hotels buchen? Naja, ja, ich muss ja meine Häftlinge verpfeifen, damit ich hier Privilegien habe. Ja, warte mal, jetzt muss ich erstmal eine neue Quelle und alles. Jetzt wird hier alles live, Leute. Ja, ich rede einfach weiter. Ja, also auf jeden Fall von den Tipps, ja, mein Tipp ist jetzt weg, aber ich bin ja nach und nach immer weiter runtergerutscht. Ich war ja mal Top 2, bin jetzt halt nur noch auf Top 13. Es freut mich trotzdem, wie viele Leute getippt haben. Jetzt die letzte Woche haben leider nicht mehr so viele Leute getippt. Irgendwie so ein bisschen eingeschlafen bei den meisten, aber vielleicht, wenn man halt auch weiter hinten ist. We have added a browser, war's. Oh, ich bin gespannt, ob das so funktioniert oder ob du nicht eine Bildschirmübertragung besser gehabt, sinnvoll geklappt hätte. Wäre auch besser, aber jetzt sieht es anscheinend irgendwie nur das eine. Kannst du da reinklicken, wie als wäre das ein Browser? Nein, kann ich nicht. Okay, dann musst du... Ja, dann I'm sorry. Ich dachte, das ist vielleicht jetzt einfacher. Dann halt nicht. Ja, warte, mach mal. Kannst du den Link einfügen? Ich habe jetzt schon rausgelöscht. Ich mache jetzt einfach eine Bildschirmaufnahme. Aha. Ich glaube, ich habe das schon eigentlich... Wo hatte ich denn das? Anyways. Ja, wartet kurz. Ja, erzähl weiter. Hey, warum kommt jetzt der Countdown wieder? Jetzt gehen wir ja los. Nein, ich nicht nochmal. Ich habe keine Lust mehr. Spiel denselben Song nochmal. Ja, also wegen dem letzten Fire in Charge oder was auch immer, wiederholen wir das ganze Game nochmal. Boah, wie wir jetzt live OBS sehen. Geil. Jetzt wird's richtig wild. Jetzt. Trippy. So, jetzt. So. Also. Geh mal auf Tippübersicht. Gesamtübersicht ist immer nicht so schön, weil da sieht man unten. Ja. Oben. So. Jetzt. Ja, du hast 10 Sekunden Delay. Ich mach das, wenn du das sagst. Ja, okay. Wie wir jetzt sehen, 215 Punkte ist sogar mit deutlichem Abstand, ne, mit 15 Punkten Abstand von Unterweltler, mit zu Friedrich und Cedric, die sich beide den zweiten Platz teilen. Bären kann auch damit sozusagen noch auf den virtuellen dritten Platz, das ist aber der vierte. Und dann haben wir halt eine Abstufung, ne? Also so alle, die bis auf Platz 10 gekommen sind, solide Tippleistung. Kann man auf jeden Fall die Leute gut einschätzen. Und also, es ist nur nach und nach weniger geworden. Naja. Ich meine, die letzte Woche war jetzt, jetzt komm mal runter. Da ist halt jetzt ein bisschen was, aber es waren halt auch Leute, die irgendwie gar nicht getippt haben. Mhm. Also wir können ja mal zurückschauen, ne? Also es gibt hier ja die Möglichkeiten. Technik, die Bereich. Tolle Technik. Aber guck mal, da haben wir deutlich mehr Leute mit getippt. Na gut, die unteren, die sind halt schon wieder. Aber ja. Ja, also ich hoffe doch, dass das eben Spaß gemacht hat und dass wir da dadurch auch euch ein bisschen den VBC näher bringen konnten. Aber jetzt auch nochmal so zum Abschluss und auch nochmal zu Schalonge zum Beispiel.
Zu dem ganzen. Ah, warte mal, kann ich auch nochmal kurz einblenden? Also, ist ja, das ist, aber es wird halt noch. Nee, das macht Lerma immer noch danach. Okay, gut. Dann, anyways. Ja. Aber musst du nicht immer zeigen, kannst du dir das einfach zeigen, was du eher als Grafik drin hast. Dann können wir einfach die Punkte draufrechnen. Genau. Das IA21 holt sich nämlich nochmal 8 Punkte, hat damit. Ah, fuck. Hat damit 35 Punkte. Hat es schon eingetragen? Ja, hat. Ja. Aber egal. 35 Punkte beim IA21, 25 und nochmal 25 beim vierten und beim QRR. Da gucken wir mal, was wie entschieden wird. Wer da gewonnen hat, nach den Punktdifferenzen und nach den Unentschieden, hätte nämlich eigentlich das vierte den Sieg. Wenn wir zumindest dem hier allen nachgehen. Wenn wir dem nachgehen, genau. Ja. Dann, sie bleiben der Ehre treu, sie bleiben stabil, PR Vorletzte, sehr geil. Ihr habt euren Platz verteidigt. Solide Leistung. Ihr ich meine, dasselbe kann man auch was Elfte sagen. Ja, gut, aber als also die PER und Altpreußen sind immer in gleicher Position. Trotzdem, ich feiere das PER, dass die auch eine Truppe, die richtig Bock haben immer auf den VBC und dabei sind. Und das ist die Abschlusstabelle der vierten Season. Ich meine, auf jeden Fall eine sehr coole. Ich bin halt ultra froh, dass das Mittelfeld so ausgeglichen ist, eher gesagt. Und dass es da halt wirklich nochmal so um Kämpfe geht und um jeden einzelnen Punkt, so wie es halt auch sein sollte. Allerdings hatten wir da Matches, die dann halt eher langweilig waren. Die ersten beiden Plätze hatten wahrscheinlich das spannendste Match, zumindest in meinen Augen. Ich hatte ja auch die Ehre, das kommentieren zu dürfen. Und das war, glaube ich, wirklich von allem, was ich bis jetzt gesehen habe, mein Lieblingsmatch. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Allgemein auch diese Season zu kommentieren, dabei zu sein. Auch wenn ich kein einziges Mal gespielt habe. Aber ja, was ist so dein Fazit? Ich glaube, wir haben sogar angefangen zu zweit. Ich durfte sogar einmal spielen und musste direkt führen. Man glaubt es nicht, wie krass das war, dass ich dann direkt damit führen muss. Ja, das glaube ich. Das war schon so, das war wirklich ein Kaltstart. Ja. So, alter Dieselmotor, der bei minus 30 Grad angeworfen wird, nachdem man ja nicht gelaufen ist. Aber ja, Season 4 hat Bock gemacht. Ich freue mich auf eine fünfte Season. Ich freue mich darauf, wenn alle daran Spaß hatten. Ich freue mich darauf, dass so viele zugeschaut haben, so viel interagiert wurde, wir so viel Spaß damit hatten. Ja. Und ich freue mich auch ein bisschen, dass jetzt vorbei ist, weil 5 oder 6 Wochen am Stück. Das stimmt, das ist halt immer Stress. Immer dreimal die Woche noch zusätzlich streamen, noch mehr Hold Fast zu den Trainings. Ja. Irgendwann, man muss wissen, wann es genug ist, ne? Das stimmt, es reicht halt wirklich irgendwann. Aber ich glaube, es war trotzdem eine sehr spaßige Season insgesamt und hoffen wir einfach mal, dass. Wenn nicht sogar noch mehr Regimenter, aber auf jeden Fall hoffentlich dieselben wieder nächste Season dabei sind. Vielleicht sogar mit ein paar mehr Überraschungen. Ich hoffe, das QR startet dann mal gleich mit der Leistung, wie es halt diese Season beendet hat. Und dann könnte das nochmal sehr interessant werden. hoffen wir auch mal, dass nächste Season dann, falls es eine gibt, das 11. besser angegriffen wird. Und ich würde mal sagen, dann beenden wir jetzt auch langsam den Stream. Uro, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich weiß doch, das erste Mal kommentiert mit dir. Jetzt das letzte Mal gestreamt mit dir. Und dann bedanke ich mich auch allen bei allen denen, die zugeschaut haben, die unser Seifentalk mitverfolgt haben. Und du kannst jetzt auch gerne noch deine Abschiedsfoto. Ja, ich gehe mir jetzt ein Bananenshampoo kaufen. Tschüss! Tschüss!